Das reicht mir, okay. Stream ist live. Let's go. Ja, okay. Aber ja, ich wollte es ein bisschen persönlicher gestalten. Na, das erfahrt ihr doch bald, Mensch. Was ganz Tolles. Zwei. Drei. Nice. Genau, ja, sowas werde ich machen, ja. Darauf habe ich schon Bock. Okay. 2, 2, 2. Wir springen bei der 3. 3, 3. Nice. Okay, get wrecked, dude. Oh mein Gott, habe ich's verhauen. Scheiße. Unnötiges Risiko. Oh mein Gott, bin ich broken, dumm. Broken dumm bin ich, okay. Ich hab's bei dem einen Ding verhauen, leider. Ah, ist das bitter. Ich hab bei dem einen 2 HP gefressen. Und ich hätte meine Ulti halt. Ja, das wäre, glaube ich, egal gewesen. Ich hätte meine Ulti aktivieren können. Aber ich hab gegreedet. Ach, ist das bitter. Nein, Mann. Schade. Blau hat nicht geholfen. Jetzt kommt das grüne. Wir hatten das blaue Mojo und jetzt haben wir das grüne Dojo, würde ich sagen. Vielleicht hilft uns das ja weiter. So, okay, jetzt haben wir den Lucky Roll wieder. Ja, krass, ey. So ein Scheiß aber auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eins verstehe ich nicht. Weil wenn ich, guck mal, ich spamme jetzt mal, ne? Ich drücke jetzt ganz oft die Tasten, dass ich es immer hinbekommen müsste. Und wenn ich jetzt halt springe in die Luft und dann dashe ich und springe. Was? Wie soll das denn? Achso, ich kann das ja beim Würfel ausprobieren. Ich springe, dashe und springe. Ach doch, es würde sogar klappen, aber da muss ich es echt spammen, weil da habe ich es nicht hinbekommen. Ach stimmt, die waren ja auch relativ leicht. Hä, warum nehme ich nicht die? Die gehen viel schneller als das Ding. Achso, dann habe ich aber alle anderen nicht in Herz. Ja, okay, dann ist egal. Dann ist egal. Ding. Ja, und zwar kann ich euch gerne sagen, was ich vorhabe, ist, ich möchte so ein paar Events machen, die so ein bisschen Fokus auf gemeinsames Spielen haben. Da werde ich so eine Art Community Days quasi machen. Und da gibt es dann immer verschiedenste Spiele halt. Kommt natürlich immer darauf an, wie viele dann so da sind. Am Anfang, sage ich mal, werden natürlich relativ wenige da sein. Dann kann ich mir zum Beispiel sowas vorstellen wie gemeinsame ARAMs. Oder wo ich auch mal richtig Bock drauf hätte, ist einfach so Trackmania so zusammen auf einem Server, so in einer Runde. Irgendwie so ganz lustige Games, die jetzt keine hohe Einstiegshürde haben, meistens auch kostenlos sind und so, dass man da einfach mal so ein bisschen Spaß gemeinsam hat. Und genau, wenn sowas halt später, sag ich mal, größer wird, kann man ja in LoL zum Beispiel auch ein Custom Game gegeneinander spielen und so. Aber sowas, auf sowas hätte ich halt echt Bock. Dass man halt auch einfach mal was zusammen macht. Wird dann auch am Wochenende sein natürlich, damit da alle können. Genau, das werde ich auf jeden Fall im Voraus planen. Und was ich dann halt vorhatte, ist so ein bisschen das regelmäßig zu machen. Also, dass die Leute ungefähr wissen, okay, das findet immer dann und dann halt statt im Monat.
dass man einerseits halt das lange genug im Voraus weiß, aber dass man das immer so vielleicht auch im Hinterkopf hat. Weißt du, so habe ich das geplant. Dass man halt weiß, hey, da ist ja das und das. Oder diesen Samstag ist wieder ein Event oder so. Keine Ahnung, da muss ich mal gucken. Wie oft das dann sein wird und so, muss man halt mal schauen. Aber ich möchte es auf jeden Fall ausprobieren. Ich denke, das kann richtig nice werden. Vor allem ist es auch super unverbindlich natürlich. Ne? Also man kann einfach dazu stoßen, man kann einfach wieder rausgehen, je nachdem, wie man halt Bock hat. Einen wunderschönen guten Abend, Mo. Und hätte ich auch richtig Bock drauf. WTF, wieder dieser Kappa noch mitkommt, ne? Namo, wie geht's? Schön am Emote-Spam. Achso, vielleicht macht das mehr Schaden. Einer meinte mal, der hat bei mir Cuphead hier mitgeguckt. Ein Viewer. Und der meinte, dass man irgendwie so spammen soll und dann, also immer einen Schuss und dann wechseln und dann... Achso, ich kann das gedrückt halten. Vielleicht weil der erste Schuss immer am meisten Schaden macht oder so, ich habe keine Ahnung. Aber ich fand's als... Wir spammen doch schon. Ich fand es auch nicht so praktikabel. Wobei ich jetzt erst sehe, dass ich das gedrückt halten lassen kann. Die Schusstaste und einfach die Switch-Taste immer spammen. Aber naja. Wir schaffen das auch so, würde ich sagen. So, die zwei wollen wir... Warte mal. Wir wollen die zwei, das heißt bei der eins. Oh mein Gott, ich hatte gerade die drei im... in Aussicht. Eins, eins... 1, 1. Okay, so, die 3. Das heißt, bei der 2 springen wir. Okay. Hätte auch die 1 sein können, um ehrlich zu sein. Achso, jetzt kommt eh wieder das Pferdelevel, ne? Das ist so ein bisschen anstrengend. Ja, ich musste da zwischendurch. Das ist natürlich schlecht jetzt. Okay, ich kann den Reiter halt auch baiten. Na, egal. Mache ich einfach meine Ulti. Okay, jetzt haben wir eigentlich noch den Easy-Gegner. Das heißt, wir kommen immerhin mit 5 Leben rein. Und dann, ich muss einfach, auch wenn ich einmal getroffen werde, ist egal, einfach durch, einfach durch. Bei der Hand dann später. So, das heißt, wir haben jetzt eine 3, die wir wollen. Und dann... Ah, es ist unglaublich, oder? Wie lange der Affe gedauert hat. Das ist ja unglaublich lange. Boah, war das risky. Holy. So einfach, keine Ahnung. Das Ding ist irgendwie. Er tut mein Gott, wie der aussieht. Ist echt so easy. So. Wieder zweimal die 2, also bei der 3 jetzt springen. Okay, und nochmal das Ganze. Und dann Endboss. So, also wieder bei der 3. K.
Grünes Dojo. Wie war das mit den Wortwitzen? Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe Schock für den Sprung jetzt. Drei. Jawohl. A brawl is surely brewing. Here goes. Nein! Ach! Ach, Scheiße! Oh Mann! Wie dumm ist das denn? Keine Ahnung. Okay, das ist doch nicht so leicht wie gedacht. Keine Ahnung. Also, das Problem ist, von der Hand bekomme ich doch Schaden. Ich dachte, von der Hand bekomme ich keinen Schaden. Hä? Aber ich spamme die ganze Zeit und ich kann nicht doppelt parryen. Es geht irgendwie nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Man hat ja jetzt auch nicht gerade viele Versuche auszuprobieren, ne? Also ich muss auf jeden Fall, ich darf nicht bei der Handhöhe bleiben, sondern ich muss ganz in die Ecke. Wenn ich nicht in die Ecke gehe, dann bin ich halt tot. Und was ich mich halt auch frage ist, ob, wir glauben einfach eine andere Farbe, sehr gut. Ob es überhaupt relevant ist, wie viel Schaden ich ihm mache, oder ob ich einfach diese Phasen überstehen muss. Das kann ja auch sein. Überlege gerade, soll ich eine andere... Entweder eine andere Waffe oder ich gehe weg von dem Invincible Dash. Aber es muss doch irgendwie klappen, Mensch. Es muss doch irgendwie klappen. So, jetzt zwei. Tü-ding. Möchte endlich mal hier durchkommen, kann ich sagen. Stehen noch andere Gaming-Projekte in der Warteschleife. Cuphead kann nicht für immer hier bleiben. Ja, ja, das ist orange. Ne? So. Sehr gut. Chris, der Savior of Colors. Okay, let's go. Du. So. Einfach kein HP verlieren. Ja, aber diese Kindred Taric Botlane, ne? Das ist so insane einfach. Ich weiß gar nicht, ob du, Dani, bei allen Games so dabei warst, aber was wir da zum Schluss gemacht haben, das ist so broken. Allein bei dem ersten Game war das ja schon. Da waren wir so schlecht. Wir haben so geintet und trotzdem haben wir es eigentlich fast noch gewinnen können. Wir hatten ja so ein, zwei gute Teamfights. Diese Ult-Kombo ist so disgusting. Richtig krass. Und am Ende war das einfach free. Also, und wir haben schon richtig coole Pläne fürs nächste Mal. Einfach irgendwie mal, dass ich Level 1 mit E gegen den Squishy-Support reinflashe und so. Oh, na gut. Viel zu wert. Dann warte ich halt. Okay, eine 2. Ja.
Eine 3. Okay, nice. Aber die Jumps sitzen heute, ne? Das ist wichtig. Ach ja, unser Freund, das Pferd. Ich erinnere mich. Scheiße, Mann. Ich hatte Ulti sogar ab. Einem Leben sollte ich mir nicht so ärgern. Wobei, wir kriegen jetzt nur noch auf 5, ne? Wenn wir keins mehr verlieren. Ja, sollte aber reichen. Hä, was ist das denn? Das Herz ist gar nicht bei der 8, sondern bei der 7. Das ist ja weird. Okay, dann kriegen wir nur auf 4. Okay, ich dachte, es sind immer die gleichen. Na gut. Da ich nicht weiß, was uns bei der 7 erwartet, gehen wir einfach auf die Billardkugel. War das close? Okay, 4 HP Ulti. Kann ich denn irgendwas anders machen? Fährt ich irgendwas auf oder so, was ich anders machen kann? Nee, ne? Ich muss auf jeden Fall, wenn ich halt ein Damage nehme, dann muss ich so schnell wie es geht ganz an die Seite. Damit ich halt wirklich nur ein HP pro Runde so gesehen verliere. Und ich glaube, am Anfang sollte ich halt einfach ulten zur Seite rennen. Das ist das Beste. Okay, nochmal eine 2. Okay. Genau, einfach so machen. Das meine ich halt. Wie soll ich das schaffen? Das ist unglaublich. Not even. Ich meine, gut, mir haben auch 2 Leben so gesehen gefehlt, ne? Aber ich check's nicht. Was mache ich denn falsch? Liegt's am Controller? Dass er die Inputs nicht erkennt? Ist eine Idee. Könnte sein, ne? Könnte echt sein. Weil gefühlt hatte ich davor mehr, ne? Mehr Karten geparried. Genau, ja, ich hab schon verstanden. Ja, also eigentlich gibt's halt Phasenbosse, würde ich sagen. Und meistens kommen die Bosse erst nach einem gewissen Schaden in die Phase. Aber jetzt gerade, ja gut, aber es kann auch einfach sein, dass ich
Ja, aber es ist so weird. Ich kann mir das nicht erklären. Es ist halt schon komisch. Wir machen mal eine Sache. Ich probiere das jetzt mal aus. Vor die James Bond Musik hier. Ich glaube, das habe ich nie freigeschaltet. Ja. Guck mal, ich kann mir noch ein extra HP halt holen. Aber dafür mache ich halt weniger Schaden. Dafür habe ich halt meinen krassen Dash nicht mehr. Ich will es einfach mal probieren. Vielleicht ist das ja der Shit. Ja, das ist jetzt bitter. Eigentlich denke ich halt, ich weiß, wie es geht. Könnt ihr? Bis gleich. Ne, man denkt so, man weiß, wie es geht, aber irgendwie... Ja, vor allem, wie weird ist das hier eigentlich? Warum kommt... das jetzt immer anders? Warum kriege ich jetzt die Herzen bei der 2, der 6 und der 7? Ja, es ist aber komisch, weil sonst hatte ich immer, aber bestimmt jetzt 5, 6 Mal hatte ich ja bei der 2, der 6 und der 9. Jetzt habe ich zum Beispiel bei der 2, der 5 und der 8. Vielleicht weiß der das ja, vielleicht fühlt er das. Ich meine, gut, wir können hier eigentlich auch mal die 5 probieren, die war, glaube ich, ein bisschen leichter, aber die checke ich halt auch noch nicht so ganz. Das ist jetzt halt diese Abwägung, ne? Investiert man mehr Zeit in etwas, was man noch nicht kann, obwohl man eigentlich schon gefühlt durch ist, also immer zum Endboss kommt und steckt da lieber die Practice rein oder probiert was anderes, nur damit man vielleicht halt mehr Herzen bekommt. Das ist nicht so leicht. Okay, machen wir die 2 erstmal. So, hier muss ich halt jetzt aufpassen, weil ich keinen Invincible Dash mehr habe. Muss ich halt genau darauf achten, wie ich da dodgen muss. Oh mein Gott, ja gut. Dass ich da halt so rüber dashen muss, ist schon bitter dann. Okay, aber das geht so. Und ich mache halt weniger Schaden, das heißt, es dauert noch länger, die Bosse zu killen. Aber 1 HP mehr, ne? Was tut man nicht alles für 1 HP? Oh mein Gott. No. Okay, da hätte ich nicht mal dashen müssen. Ja, es geht schon, ne? Also, das Level geht. Und bei dem Fluglevel habe ich ja eh nichts von dem Dodge. Oh mein Gott, okay. Zu früh gefreut. Ach, komm schon. Und bei dem Billardkugellevel habe ich ja auch nichts von dem Dodge. Zumindest nicht so wirklich. Es dauert halt alles länger, aber ich könnte halt ins Finale mit 7 HP kommen. Vielleicht ist das halt worth, weiß ich nicht. So kurze Phase immer nur, ne? Okay, nice. So, ich probiere das jetzt einmal, ob das so überhaupt klappt. Ja, eigentlich ist ja jetzt schon lost, weil ich nur noch 2 HP habe. Eigentlich hätte ich jetzt 5 haben sollen. So,
So, machen wir die 5 oder die 6? 6 war das Rennpferd und 5 habe ich halt, das ist so der Hase wahrscheinlich. Da hatte ich auch meine Probleme. Ah, ich würde ein Leben bekommen. Ah, ich weiß nicht, wie ich von unten das anschießen soll. Ah, ich probiere das mal. Versuch macht klug. So, da war einerseits mit Dodgen und einerseits irgendwie mit raus, ja, abschießen oder so. Boah. Achso, ja, das war das. Hä? Das verstehe ich nicht. Wie soll ich denn das parryen von oben? Oh mein Gott. Das ist ja kein Problem. Wie? Hä? Wie soll ich das denn von oben parryen? Ich verstehe das nicht. Vielleicht muss ich im Sprung... Vielleicht muss ich einfach im Sprung sein, dann spammen? Ich habe keine Ahnung. So, 2, 4, 7, diese Herzen sind jetzt komplett weird. Ah, ist das weird, Mann. Die Frage ist, schaffen wir es heute oder schaffen wir es nicht? So, 3, 5, 9, das ist falsch. Wir brauchen 2, 6, 8, ne? 2, 6, 8, ja. Wobei ich die 6 halt auch überhaupt nicht mag. Alter, gimme that RNG, please. Zwei, fünf, acht. Naja, wir haben immerhin zwei Levels, so okay. Zwei. So. Ah ja, ich werde schon müde, ey. Okay, es ist ja auch schon wieder neun, bitte. Hauptsache, es sind schon zwei Runden rum, zwei Stunden rum, hau. Oh no. Nice. Das hilft bestimmt, ja, danke dir. Sofort. Genau, Dani, anfangs lief es noch nicht so gut, aber sogar in Game 1 hatten wir halt Chancen, das Game zu gewinnen, weil es einfach so stark war. Und danach war es so free. Also es war unglaublich. Wenn die Gegner einfach... Ah, der Sprungbutton hat nicht getriggert. Ich habe... Was heißt nicht getriggert? Das stimmt nicht. Ich möchte ja nicht dem Controller die Schuld geben. Ich wollte so leicht anditschen, dass ich ihn nicht mal berührt habe. Das war das Problem. das war richtig crazy mit der Tari-Kombo. Und beim nächsten Mal, wir wollen das jetzt noch ein paar mehrmals spielen. Und dann wollen wir so crazy Stuff machen, wie wenn die Gegner einen squishy Support haben, dann flashe ich einfach Level 1 rein, gebe ihm eine E ins Gesicht und wahrscheinlich ist er dann sogar tot, weil wir so viel Schaden haben. Absurd. So, ich habe jetzt eigentlich schon zwei Leben verloren, ne? Sollte ich das überhaupt noch weitermachen? Hä, ja, wieso? Ziehen das jetzt durch bis Master, easy. Vor allem fucking Dingsauge hier. Richtiger Monokel. Abgehobener Platin-Anstreber, was ist hier los? Holy shit. Fehlt noch der Fedora auf dem Kopf. Ja, wir haben auch noch andere Kombos. Also worauf ich richtig Bock hätte, wäre... Oh, wow. Ich bin schon so hoch. Kiana Telaya. So crazy, Mann. Dieses... Also ich habe das... Mir kam heute die Idee, weil das... Ich das habe das in einem Video gesehen, aber nicht das, was mir dann eingefallen ist.
Aber du kannst halt die Ultis